Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Quantus, und ich mache gerade das Schmuggler-Event, die dritte Aufgabe, und ich habe einen kleinen Trick entdeckt, wie man sehr viel Zeit spart und das Quest im Prinzip leichter zu lösen ist. Ich werde euch das jetzt mal demonstrieren. Und zwar nehmt ihr die Fackel, lenkt den Zombie direkt an die Mauer, und jetzt läuft er gleich in die Base rein. Ihr könnt schön die Zombies außen töten, weil sie kommen jetzt relativ einzeln und dadurch sind sie leichter zu besiegen. Und dann wichtig ist, ganz wichtig ist, ihr müsst dann noch mal einmal ganz dicht an die Mauer gehen, sonst läuft er nämlich beim nächsten Mal wieder raus. So, dass er von der Mauer wegläuft. Und ja, jetzt habt ihr die Zombies alle in der Base. Wichtig ist jetzt, ihr müsst euch dann hinter die Zombies schleichen, dass sie nicht mehr rauslaufen. Dann die Fackel nehmen. So. Guckt euch das an, wie super das geklappt hat. So, jetzt hier schleiche ich mich jetzt auch wieder hinter die Zombies. Jetzt ist die Frage. Oh, da kommen noch weitere Zombies. Und vor allen Dingen das Giftscheusal, aber. Das solltet ihr hinbekommen. Na, jetzt wird es ein bisschen hart. Aber das Schöne ist, ihr habt jetzt gleich Tom und Johnny mit in die Verteidigung, weil ihr alles in der Base habt. So, meine Waffe ist hinüber. So, aber jetzt sind kaum noch Zombies da. Also einfach wie diesmal habe ich das Quest noch nie geschafft. Muss ich ehrlich sagen. So, jetzt wieder hinter diesen Zombie ran. Die Fackel nehmen. Und mit Schleichen geht es sowieso viel leichter. Ihr habt mehr Kontrolle. So, seht ihr das? Ich habe ja mich vorher ganz dumm angestellt. Mit Schleichen kein Problem. So, Quest erledigt. Ohne Probleme. So, gucken wir mal, was wir bekommen haben. Oh, jetzt haben wir hier noch einen Blähblubber. Ah ja, den sollten wir vielleicht noch, nicht Blähblubber, einen Giftscheusal. Johnny verteidigt jetzt nicht mehr mit. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil das Quest schon erledigt ist. Johnny, hilf mir! Johnny hilft nicht mehr. Aber egal, wir haben das Quest erledigt. So, und jetzt schauen wir mal, was da ist. Stahlplatte und Motorteil. Hatte ich auch schon bei den hier, bei dem zweiten. Seht ihr? Das Motorteil habe ich, glaube ich, schon rausgenommen. Aber schön Benzin bekommen. Ich habe ja zurzeit Benzinnotstand, weil ich sehr viel mit dem Shopper rumgefahren bin. 10 mal Benzin dazu. Ist auch nicht verkehrt. Hier Eichenholz haben wir auch gekriegt. Es kam die Frage, wo man Stahlplatten findet. Hier genau bei diesem Schmuggler-Quest. 2 Stahlplatten. Bonbons. So, jetzt geht es ja im Prinzip nur noch um den Abtransport. So, das können wir mal hier lassen. Und seht ihr, wie wenig Fackel ich nur gebraucht habe? Also das war wirklich das einfachste Quest bisher.
Überhaupt. Beim Schmugglerlager. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Tipp was anfangen. So, da packen wir mal die Stahlplatte rein. Die zweite Stahlplatte haben wir gleich noch vergessen. Egal, die holen wir jetzt. Hier ist die zweite Stahlplatte. Schraubenschlüssel. Jo. Das soll es dann von mir gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat. Das kurze Video diesmal. Lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Ach, genau. Aha, jetzt habe ich ja noch. Ich habe ja noch meinen anderen Rucksack. Da kann ich ja noch viel mehr transportieren. Ja, das ist auch eine Sache. Wichtig ist, wenn ihr jetzt den Rucksack wechseln wollt, müsst ihr unbedingt die unterste Reihe frei haben. Sonst könnt ihr den Rucksack nicht wechseln. So wie ich das jetzt habe, dann geht das. Dann könnt ihr den Rucksack wechseln und könnt mehr transportieren. Also ich habe den Rucksack im Shopper, damit ich ihn nicht verlieren kann. Und jetzt einfach auf Rucksack, auf Ausrüsten und schon könnt ihr mehr transportieren. Ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video, euer Quantus.